Innovativ, nachhaltig, mitarbeiterfreundlich. Nur drei von vielen Eigenschaften, die ein Unternehmen braucht, um ein Top-Unternehmen zu sein. Und genau ein solches ist laut Regierungspräsident Rainer Haselbeck der Betrieb der Straubinger Festwirtsfamilie Wenisch. Für Anton Wenisch kam das unerwartet. Ja, sehr, sehr überrascht, weil ich halt einfach geglaubt habe, dass das irgendein Industriebetrieb kriegt und nicht ein Dienstleister, der Gastronomie macht, Metzgerei macht, Hotel macht. Also sehr, sehr, sehr freudig überrascht. Bereits 2017 hatte Wenisch den Straubinger Unternehmenspreis in Händen halten können und sich damit quasi erst für die jetzige Auszeichnung als Top-Unternehmen Niederbayerns qualifiziert. Ja, ich habe mich heute sehr gefreut, die Wenisch-Gruppe auszeichnen zu dürfen. Ein Traditionsunternehmen, das immer wieder gezeigt hat, wie man sich modern aufstellen kann, wie man euch neue Geschäftszweige erschließen kann und wie man in einer tollen Mischung aus Tradition einerseits bewahren und aus dieser Tradition heraus Fortschritt zu entwickeln, unternehmerisch erfolgreich sein kann. Und wir alle kennen natürlich Wenisch auch vom Goldbodenfest, haben vielleicht schon mal dort die Produkte genießen können. Also ein wirkliches Vorzeigeunternehmen aus der Region und für Straubing. Trotzdem will sich Familie Wenisch auf ihren Lorbeeren nicht ausruhen. Das habe ich auch vorhin gesagt bei meiner Ansprache. Wir werden immer versuchen, die gleiche Leistung zu bringen. Wir werden immer versuchen, uns zu verbessern. Und da ist der Wille von den drei Söhnen da. Die haben sehr viel Innovation. Die kommen jeden Tag mit neuen Ideen. Da werden in der nächsten Zeit noch manche Dinge am Markt kommen, die ja eben schon in der Schublade haben. Vier weitere Unternehmen aus der Goldbodenstadt wurden am Dienstagabend im Rittersaal des Herzogsschlosses ausgezeichnet. Je nach Mitarbeiterzahl wurde der Straubinger Unternehmenspreis in drei verschiedenen Kategorien verliehen. Die Gewinner sind das EDV-Beratungsunternehmen Friendworks, die MTG-Wirtschaftskanzlei, das Informatikunternehmen ODAF sowie die Schapfel IT-Scannerkassen GmbH. Regierungspräsident Rainer Haselbeck freute sich besonders, dass Niederbayerns Betriebe auch während Corona so beständig geblieben sind. Wir haben versucht, auch als Regierung von Niederbayern alles dafür zu tun, damit unsere Betriebe gut durch diese Krise kommen, dass wir sie durch diese Krise begleiten können. Und ich glaube, wenn wir heute eine erste Zwischenbilanz ziehen, es ist ja noch nicht vorbei, dann können wir sagen, dass wir insgesamt mit einem blauen Auge davongekommen sind. Ich bin sehr froh, dass wir zum Beispiel eine hohe Investitionsbereitschaft bei den Unternehmen sehen. Das zeigt, dass sie positiv in die Zukunft blicken. Auch Wirtschaftsminister Aiwanger bleibt optimistisch. Ja, ich bin natürlich stolz, gerade auch als Niederbayer, dass ich hier in der Herzkammer Niederbayerns diese Auszeichnung mit vornehmen durfte, dass wir hier solche Vorzeigeunternehmen haben, ja, die am Ende auch weltweiten Erfolg haben und die Marke Niederbayern, die Marke Straubing nach außen hin würdig vertreten. Bei einem kleinen Buffet konnten die Unternehmer und Politiker nach der Preisverleihung am Dienstagabend noch ein wenig netzwerken. Und wer weiß, vielleicht fiel dabei ja auch schon eine Vorentscheidung, wer in Straubing im kommenden Jahr als Top-Unternehmen ausgezeichnet wird.